Das ging irgendwann so weit, dass ich das Haus nicht mehr verlassen konnte, nicht mehr zur Schule gegangen bin, eigentlich gar nichts mehr gemacht habe, zu Hause geblieben bin und somit eben nicht einem alltäglichen Leben nachgehen konnte. Ich bin damit aufgewachsen. Ich habe an einem Punkt richtig Glück gehabt, dass ich ein Elternhaus hatte, was mich gefordert hat, ja. Lange wusste man nicht, was es überhaupt ist. Mir sind halt einfach die Haare ausgegangen. Hindernisse. Offensichtliche oder versteckte. Kurzfristige Belastungsproben oder Hindernisse mit unfassbarem Ausmaß. Manchmal sind sie einfach da, ohne Ankündigung. Wenn mein Sohn, der eine Zeit lang Fußball gespielt hat oder sowas, ich da mit am Platz war und dann kriege ich eigentlich überhaupt nicht mit, ist der jetzt gerade auf dem Platz, ist der am Spielen oder nicht? Oder da hat man schon mal ein Kloß im Hals. Mir sind halt einfach die Haare ausgegangen. Das hat sich dann ein paar Monate hingezogen und ja, zum Schluss hatte ich dann kein einziges Haar mehr am Körper. Depressionen sind etwas, dass man wacht auf, man könnte weinen, weil man wach ist und es ist schon schwer, überhaupt aus dem Bett aufzustehen. Und alles im Leben erscheint sinnlos und jede Aufgabe, die man halt am Tag bestreiten muss, wirkt einfach riesig. Der Wunsch war immer, dass das Leiden aufhört und der einzige Weg war gedanklich für mich halt, dass man sich umbringt. Wie soll es sonst aufhören? Die Last, die jeder für sich selbst trägt, ist für andere nicht sichtbar. Soll ich es mal zeigen? Hindernisse sind Dinge, die unplanmäßig, unvorhergesehen auf einmal da sind und man irgendwie eine Lösung finden muss, um dran vorbeizukommen quasi. Ja, Hindernisse sind halt Steine im Leben, die einem in den Weg gelegt werden und ja, bei denen man gucken kann, ob man sie aus dem Weg räumt oder ob man sie einfach einpackt und mitnimmt. Wenn man in Urlaub fliegt, nimmt man ja auch mal gerne das eine oder andere Steinchen mit. Deswegen ist sie aber noch keine Belastung. Kann auch eine schöne Erinnerung daraus werden. Was ich als mein größtes Hindernis empfinde, ist tatsächlich dieser gesellschaftliche Umgang mit Menschen, die in irgendeiner Form anders sind. Flüchtlingsdebatte, wo man plötzlich Menschen begegnen, wo viele Dinge mit Angst besetzt sind und so weiter. Und das ist eine Behinderung, ist nichts anderes. Das größte Hindernis war, gesund werden zu wollen. Weil ich ja eben nicht wusste, wer ich ohne diese Krankheit bin. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie ein Leben ohne das alles ist, wie ich eigentlich bin, ohne diesen Teil, der in mir ist. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass da noch was übrig ist, weil das alles in meinem Kopf beherrscht hat und das irgendwie so mit jedem Gedanken irgendwie verwoben ist und ich mir nicht vorstellen konnte, dass man diesen Teil loslösen kann und dass dann noch was von mir übrig bleibt. Wie groß ein Hindernis ist, lässt sich nicht immer auf den ersten Blick erkennen. Die Wellen, die uns aufhalten, werden von uns selbst verursacht. Wenn ich eine Barriere finde, laufe ich drumherum, kriech drunter durch, spring drüber oder werf sie einfach um. Ein Zuckerlecken ist das nicht. Es ist halt nur immer die Frage, wie geht man selber damit um? Konzentriere ich mich mental auf das, was funktioniert, oder konzentriere ich mich auf das, was nicht funktioniert? Wenn ich zum Beispiel einen Lauf laufe, also zum Beispiel so einen Wettlauf, ja, keine Ahnung, 8-Kilometer-Lauf, und dann geht es in erster Linie darum, dass ich laufe. Ob ich jetzt dabei mir irgendjemand von der Seite zuruft, deine Aktien fallen, ja. Klar, dann weine ich ein bisschen, ja, aber es geht darum, weiterzulaufen. Und dann laufe ich weiter. Ich kann auch weiterlaufen, wenn meine Aktien im Boden sind. Okay, ist ein scheiß Beispiel. I'm sorry, aber... Ich bin ganz froh, dass es passiert ist, auch wenn das nicht schön war. Ich glaube, dass, wie gesagt, es mich stärker gemacht hat und das Ding ist halt, dass man auch mit so einer Krankheit das immer ganz schwer einschätzen kann. Und ich habe halt gemerkt, dass es immer ein Teil von mir sein wird und dass ich einfach so bin, dass mein Leben halt so läuft und dass diese Hindernisse da sind, aber dass das gar nicht schlimm ist. Und ich bin eigentlich sehr froh mit meinem Leben gerade.
ich glaube, für das, wie schlimm es für mich gewesen ist, habe ich es mittlerweile echt schon geschafft, da eine tolle Sache draus zu machen. Und ja, wir vergessen halt oft, dass alles Schlechte, was irgendwie kommen kann, halt auch was unheimlich Gutes haben kann. 10,2 Millionen Menschen in Deutschland leben mit einer Behinderung. Circa 1,2 Millionen Menschen in Deutschland wurden 2015 wegen einer psychischen Erkrankung stationär behandelt. Die Dunkelziffer ist viel höher. Jeder Mensch hat mit irgendetwas zu kämpfen. Siehst du die Hindernisse deiner Mitmenschen überhaupt oder bist du zu sehr mit deinen eigenen beschäftigt? Was unterscheidet dich von deinem Nachbarn oder deiner Kollegin? Vielleicht ist da ja gar kein so großer Unterschied.